Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Soap Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns heute in Ghostwatchers und ihr seht bereits, wir haben kein Equipment, was bedeutet, wir zocken heute wieder Schlachtroyal, diesmal auch schwer und diesmal sind auch die Stufe 2 und Stufe 3 Geister an. Das sind nur die Stufe 2 und Stufe 3 Geister. Und ich bin mal sehr gespannt, was uns erwartet. Hier haben wir schon mal die Fackel. Okay, okay, okay. Die Gegenstände bringen wir einfach jetzt schon mal vorne zum Haus. Vielleicht können wir sie später nochmal gebrauchen. Und ich mag diesen Modus einfach. Ich feiere ihn. Was haben wir hier? Noch eine Fackel im Büchlein und okay. Es erinnert wirklich an irgendeinen Shooter, in dem man jetzt hier erstmal Waffen suchen muss. Und finde ich eigentlich cool, denn eigentlich ist es genau das. Das sind ja unsere Waffen. Ja, sehr, sehr geil eigentlich. Okay, was haben wir hier? Salz, Salz. Also, okay, okay. Wir brauchen jetzt mal ein paar Gegenstände, um den Geist zu erkennen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir nicht. Du bist mir zu hell. Hier haben wir noch ein Radio. Das ist schon mal gut. Und das Buch schwebt. Was denn auch sonst? Schauen wir mal. Erstmal reinstalken. Nicht, dass uns hier irgendwas Unschönes überrascht. Hier haben wir noch ein Thermometer. Das ist sehr gut. Und eine Voodoo-Puppe. Alles klärchen. Also unser Standard-Equipment oder unser Anfangs-Equipment ist schon mal fast zusammengesucht. Packen wir natürlich wieder hier hin. So, dann fehlt jetzt hier eigentlich nur noch ein Notizblock. Und mir fehlen noch ein EMF. Und ein Partikelzähler. Dann habe ich mein Standard-Equipment. Hier sind Räucherstäbchen, das ist schon mal gut zu wissen. Hier haben wir Blutkotze, auch gut zu wissen. Nochmal Blutkotze, ja wieso nicht. Alles Klärchen. Also ich bin gerade, glaube ich, gerade gut aufgestellt. Wir haben heute kein Pentagramm oder sowas an, denn muss ich mich erstmal eingewöhnen. Und natürlich sind die Daumen gedrückt, dass wir ein Wendigo haben. Wobei mir gesagt worden ist, dass der hier und da noch ein paar Bugs hat. Also es wird vermutet, dass es Bugs sind. Das könnte auch eine Fähigkeit sein, aber das wäre ein bisschen speziell. Also, Blutkotze. Cool. Wendigo wäre leider schon mal raus. So. Und wahrscheinlich wartet der im Keller auf uns. Was haben wir hier? Okay, auch ein paar Gegenstände. Was ich ganz cool finde, man hat hier sehr viele Voodoo-Puppen und Ouija-Bretts. Was bedeutet, ja, es ist einfacher, irgendwas zu bekommen. Auch mehrere Radios. Finde ich sehr, sehr gut. Und vor allem das Ganze ohne Geld auszugeben. Das ist super. Hier haben wir noch einen Notizblock. Den müssen wir da auch noch unten packen. Der ist sogar schon beschrieben. Ja, einen beschriebenen möchte ich nicht. Das, nö, das gefällt mir nicht. Aber er war auf jeden Fall hier oben. Er war in der Nähe. Hier hat er auch mal hingekotzt. Das ist wie so Brotkrumen. Wir müssen einfach nur der Kotze folgen. Da finden wir den Geist. Mhm. Das erinnert mich daran, der Kollegin von mir war in der Wüste unterwegs und hat erstmal, ich glaube, eine Lebensmittelvergiftung war es, wenn mich nicht alles täuscht. Komm, das war natürlich super. Und halt, da macht man sich schon ein bisschen Sorgen. Ein bisschen viel Sorgen. Und das ist natürlich ein geiler Zeitpunkt, um Bröckchen zu lachen. Ach ja, wären wir hier menschlich. Können wir direkt eintragen. Menschlich. Krampus oder Vampir? Oha. Oha. Warte, da können wir jetzt direkt mal schauen. Hier brauchen wir das Kreuz. Das Kruzifix und beim Krampus brauchen wir Jesus. Dann gehen wir schon mal auf die Suche nach diesen Gegenständen. Jesus haben wir und Kruzifix war... Ja, super. Wie soll ich mir das jetzt mehr... Wie soll ich... Hat hier gerade was geschwebt? Wahrscheinlich hat hier irgendein Gegenstand geklaut. Hier ist ein Kruzifix. Kollege, ich brauche jetzt mal irgendwas, damit ich was ablegen kann. Bist du? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ist hier oben? Nee, hier oben ist er nicht. Ich glaube, wir haben einen ruhigen Geist oder einen... Das war ein Mensch. Also entweder einen beunruhigten Geist oder einen ruhigen. Das war doch die Auswahl, ja. Ruhig oder beunruhigt. Und ganz ehrlich, da passiert nicht viel. Er ist auch nicht aktiv um mich herum. Ich meine, ich muss ihn ja richtig krass suchen. Er kotzt überall hin, aber... Wir haben einen Ghoul. Und gegen den hilft Jesus. Leider bin ich mir nicht zu 100% sicher, dass wir einen Ghoul haben. Alter, ich dachte gerade, das kommt von unten. Ach ja, warte, wir brauchen ja hier. So, komm ein bisschen näher. Weil der Vampir kann das nicht. Also haben wir einen Ghoul. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr zu 100% sicher, dass wir wirklich für einen Ghoul Jesus gebraucht haben. 500 bis 1000, schauen wir mal. Krampus haben wir. Und für Krampus brauchen wir... Jo, komm her. Es hat funktioniert. Wunderbärchen. Also wir haben... Ah, warte. Nein, gehst du da hoch? Schneller, bevor er weg ist. Ja gut, das ist auf jeden Fall bestätigt, würde ich sagen. Temperatur ist auch fröstlich.
Okay, das bestätigt. Was hatten wir jetzt eigentlich? Nein, du warst es nicht. 100 bis 500? Was hatten wir? Wo hab ich's hingeworfen? Hallo? 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 Ah, hier. Zwei Partikelzähler. 500 bis 1000. Alles klärchen. Also, wir hatten hier... Thermometer war... Köstelig. Ja, das passt. Hier hatten wir... Ich habe schon wieder vergessen. EMF5 scheinbar. Und es hat 500 bis 1000. Senior oder alt. Voodoo-Puppe ist noch nichts. Rundfunkgefänger ist noch nichts. Also bis jetzt noch relativ harmlos. Kann natürlich auch sein, dass ihr keine Interaktion gegeben hat. Das ist jetzt natürlich die große Preisfrage. Ghost, can you talk? Ghost, can you talk? Ghost, can you talk? Ghost, can you talk? Ich will jetzt nicht hinterherlaufen. Ich laufe dir hinterher. Ghost, can you talk? Ghosty, can you talk? Could you please show yourself? Ich hab jetzt keine Lust. Ghost, can you talk? Can you talk? Wo bist du? Er ist aggressiv? Ja, warum? In welcher Welt bist du aggressiv? Da fehlen nur noch die beiden. Could you please throw a voodoo doll? Mach mal nochmal die Frage, die richtige. Ja, super, es hilft mir jetzt nicht weiter, dass du irgendein Notizblock hier vollkritzelst, wenn ich dich hier unten brauche. Rasen. Okay, take a voodoo. Ghost, take a voodoo doll. Ghost, tell about yourself. Da ist ein Ouija-Brett, das irgendwo bewegt wird. Beschrieben wird. Das hier, unkontrolliert, von links nach rechts. Und die Voodoo-Puppe, sie steht. Oh mein Gott, sie ist so schnell groß geworden. Aber sie hat nur ein Auge, kann das sein? Okay, unkontrolliert. Wo bist du? Ouija-Brett. Entschuldigung, du kommst mir ein bisschen zu nah. Bitte Sicherheitsabstand. Ich habe noch keinen weiteren Jesus gefunden. Ah, da gehe ich jetzt nicht rein, da bin ich tot. Folge mir. Ich loop den jetzt einfach im Kreis. Einfach, damit er hier an den ganzen Voodoo-Puppen vorbeigeht. So, was haben wir denn? Bewegt sich von einer in die andere Ecke. Ich hätte gerne einen Babadoke und keinen Krampus. Also nichts gegen Krampus, ist auch cool, aber... Babadoke finde ich noch cooler. Eine Spritze, vielleicht sollten wir die hier mal geben. Wobei, dann rennt sie mir mit Hyperspeed hinterher. Ja, auf Anabolika, das geht aber gar nicht. So. Gibt es denn hier die Möglichkeit... Keine Interaktion? Ja, würde es geben. Bist du aggressiv? Ghost, please take this voodoo doll. Okay. Bist du weg? Throw the voodoo doll. Nö. Wir sagen jetzt einfach mal, der ist aggressiv, gell? Und dann schauen wir mal, was passiert. Wenn er nicht aggressiv ist, dann ist er gequält. Also, wir haben den Geist. Er hat sie geworfen. Schauen wir mal. Knurren, check. Eine in die andere Ecke. Ah ne, bewegt sich chaotisch. Ups. Gut, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt müsste es das hier stimmen, denn er hat sie nicht von einer Ecke in die andere Ecke. Komm, Junge! Okay, das war jetzt ein bisschen gepokert. Ein bisschen zu sehr gepokert für meinen Geschmack. Das hätte auch böse ins Auge gehen können. So, wir brauchen das heilige Feuer. Folgen mit Vesuvflasche. Vernichten das Licht. Ja, das... Finden wir schon? Puppe ins Haus? Ja, da sind genug drin. Verflucht den Spiegel? Ja, so schaue ich aus, ob ich die Dienst finden würde. Und Jesus-Statue. Okay, da müssen wir jetzt aufpassen. Denn ich habe nur eine Jesus-Statue bis jetzt gefunden. Da ist vernichtendes Licht. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Das packen wir schon mal hier hin. So, aber als erstes gibt es ein heiliges Feuer in your face. Wo bist du? Auch müssen wir hier irgendwie Türen im Haus schließen. Ach, warum denn? Das ist jetzt doof. Ich schau mal, ob wir hier irgendwo noch... Hier ist noch ein Jesus, wenn wir einen brauchen. Das ist gut zu wissen. Das merken wir jetzt. Ich hab's mir gemerkt. Oder so. Ja. Videocam habe ich gesucht. Okay. Ladies and Gentlemen, habt ihr das Ganze hier schon mal gegen eure Kollegen gezockt? Und wenn ja, wie fandet ihr es? Wie fanden dies? Kann man das machen? Also lohnt es sich? Das würde mich mal interessieren. Denn für mich als Solospieler kann ich mich nur auf eure Meinung verlassen.
Was auch immer das für ein Geräusch war. Deswegen würde mich das mal interessieren, ob ihr das schon gezockt habt oder getestet habt. So, ich hoffe, es gibt hier einen Spiegel, denn bis jetzt habe ich noch keinen gefunden. Spiegel? Aua! Sag mal, hakt's bei dir! Ach ja, heiliges Feuer brauchen wir als erstes. Heiliges Feuer, heiliges Feuer. Hier, direkt auch noch mein Kolben. Sag mal, du kannst doch nicht einfach anderen ins Gesicht so fassen. Was ist denn los mit dir? Hakt's bei dir? Entschuldigung, habe ich dir irgendwas falsch? Habe ich was Falsches gesagt? Oh, der hat mir jetzt schon leid getan. Das sah so aus, aber weint. Das war jetzt unschön. Okay, die Tür habe nicht ich zugemacht. Er möchte alleine sein. Irgendwas habe ich scheinbar echt falsch gemacht. Tut mir ja selber leid. Entschuldigung. Kein Grund, mich einzusperren, gell? Also, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber... Hallo? Warte mal. Schiebt sich das nicht hier hin? Was ist, wenn ich jetzt hier stehen bleibe? Schiebt es sich dann nämlich rein? Okay, das geht in die falsche Richtung. Das möchte ich nicht mal Spaß sagen. So, Kollege, jetzt auf geht's. Sag mal. Ach ja, warte, wir können ja eigentlich uns... Oh, du Sch... Himmel, Herrgott. Die Tür wieder nicht ich zugemacht. Gefällt mir überhaupt nicht. Ist hier irgendwas, was wir brauchen können? Wahrscheinlich, aber ich habe keine Ahnung, was wir noch brauchen. Okay. Weiter geht's. Hier oben auch kein Spiegel. Liegt der Spiegel auch hier irgendwo rum? Er sagt mir bitte nicht, dass der jetzt auch hier irgendwo rumliegt. Doch, der müsste doch auch irgendwo... Oh mein Gott. Ja, ja, das war meine eigene Dummheit, denn ich weiß ja eigentlich, dass die hier irgendwo rumliegen. Ich hatte es ja schon mal. Sag mal. Gut, wir müssen sowieso alle Türen zu machen, deswegen have fun. Aber eigentlich muss ich ja auf den Boden schauen. Weil ich glaube, ich wage mich zu erinnern, bei unserer ersten Runde war der auch am Boden. Also auch am Boden bei den Gegenständen. So, jetzt ist nur die große Preisfrage. Wenn er hier am Boden ist, wo ist er? Sag mal, du hast echt ein kleines Aggressionsproblem, gell? Aua! Das bestätigt einfach nur meine Theorie. Hier ist kein Spiegel. Nimm deine Dreckbratzen aus meinem Gesicht. So, wir müssen jetzt jedes Häufchen nochmal anschauen. Hm. Es ist echt schwer, da nicht zu schmunzeln. Hm. Hier ist alles frisch. So, ich schaue trotzdem hier nochmal ein bisschen rum. Das ist ein schönes Licht da oben. Aber ich finde keinen Spiegel. Was brauche ich eigentlich als nächstes? Den Kolben haben wir... Hey! Mit rechts hier kann man hier durchswitchen. Es ist gut zu wissen. Das wusste ich nicht. Ja, jetzt brauchen wir den Spiegel. So, Kollege, wo ist dein Spiegel? Ganz ehrlich, so eitel wie der Geist, das muss er doch hier irgendwo einen Spiegel haben. Hier ist auch kein Spiegel. Nö. Entschuldigung, wo finde ich hier einen Spiegel? Hier ist ein Pokéball. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt mit der Videocam überhaupt sehen will. Hier ist alles frisch. Hier ist nichts. Wo ist der Spiegel? Mach zumindest die Tür auf, wenn du durch die Tür gehst. Oh nein, 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 nein. Verschwende mir jetzt nicht meine ganzen Gegenstände. Er hat fest die Bücher verschwendet. So, hier ist alles frisch. Ich will ihn halt jetzt nicht mit Jesus abwehren, denn wir brauchen noch ein paar Jesus. So, Kollege, komm mit. Wir müssen uns die Räume hier wahrscheinlich anschauen. Vielleicht ist hier irgendwo der Spiegel drin. Aber das geht halt schlecht, wenn er mir gerade am Arsch klebt. Obwohl ich dem Charakter auch am Arsch kleben würde wollen, aber... Ne? Es ist gerade ein bisschen doof. So, wir laufen hier einfach im Kreis. Oh, du... Jetzt bin ich wach. Hier ist ein Spielzeug. Okay. Wo ist der Spiegel? Der wird hier irgendwo sein. Ein Spiegel. Hier, es liegt auch... Lag da gerade was? Nee. Ich könnte jetzt natürlich... Ah, nee. Item Collector geht ja gar nicht. Vielleicht können wir am Laptop, am Computer irgendwie einen neuen rufen, aber... Ich finde den Spiegel nicht.
Ich schaue es noch einmal nach oben. Wenn ich den Spiegel nicht finde, haben wir ein Problem. Ganz ehrlich, sag mir mal, wie soll ich den Geist jetzt rufen? So habe ich es nicht gemeint. Wie soll ich den Geist mit dem Spiegel rufen, wollte ich sagen. So, jetzt brauchen wir einen neuen Jesus. Wir müssen uns mindestens eine Charge aufheben, denn ich weiß nur noch von einem Jesus. Wir können zwar neues Equipment anfordern, ja, aber ich weiß nicht, wie viel Cash das kostet. Deswegen könnte es auch nach hinten losgehen. Wir schauen jetzt alles an. Gegenstand am Boden, alles ist fresh. Denn es, ich sag mal so, ich würde eher mir zutrauen, dass ich hier zum Beispiel den Spiegel übersehen habe und ich jetzt komplett am Ausrasten bin. Ich weiß, sieht man mir nicht an, aber innerlich hast du das. Man hat so viel das vereinfachen können. Entschuldigung, wo hast du die Voodoo-Puppe? Einfach weil ich es kann. Müssen wir nur ganz schön hoch in den Keller, denn da ist meine nächste Granate. Dass ich diesen Spiegel nicht gefunden habe. Nicht in ihm stehen bleiben. Nicht in ihm stehen bleiben. Immer schön weiter bewegen. Hier ist alles fresh. Wir brauchen eine Voodoo-Puppe. Danke. Hey. Gut, dann nehme ich sie jetzt mit raus. Und werfe sie jetzt rein. Kann man damit jetzt interagieren oder sowas? Nein. Hallo? Hier, Voodoo-Puppe. Voodoo-Puppe. Sag mir nicht, wir haben jetzt wirklich einen Bug gefunden. Ey, das willst du mir doch jetzt nicht erzählen, oder? Warte, ich gehe rechts rum. Okay, wir haben uns geloopt. Das ist so seltsam, Mann. Wo habe ich sie jetzt eigentlich hingeworfen? Hier. Ah, okay, Partikelzähler. Hat funktioniert, Wunderbärchen. Aber... Vielleicht ist es nicht die richtige Voodoo-Puppe, aber... Willst du mich verarschen? Kolben mit... Was meint ihr? Ist hier vielleicht irgendwas verbuggt? Hat es nicht vorhin so ein Dilling-Geräusch gegeben, als wir mit dem Spiegel gesprochen haben? Ja, auf mich anzuknurren. Check, check, 1, 2, 1, 2. Check, check, 1, 2. Hallo, Spiegel. Spiegel, hallo. Check, 1, 2. Hier, Trigger. Okay, das hat jetzt getriggert. Okay, ja, ja. Das hat sich auf jeden Fall anders angehört. Das stimmt. So, bist du. Entschuldigung, ich habe dich gerade abgewehrt. Ja, oha, wieso da oben? Okay, vernichten das Licht. Vernichten das Licht, ab nach draußen. Das war zum Glück nur scheinbar so eine Jagd, die ich so nicht abwehren kann, denn jetzt humpel ich hier. Oder ich habe wirklich zu früh geworfen, aber das wäre schon irgendwie strange. Das wäre richtig Stranger Things like. So. Dich brauchen wir. Alle Türen im Haus schließen. Ja, so schaue ich aus. Als ob ich jetzt Bock habe, hier alle Türen zu schließen. So, wir nehmen jetzt mal hier die Fackel mit. So, Kollege, hier. Sag einmal. Ja, seine Aura. Wie bist du jetzt da hingekommen? So, alle Türen schließen. Du bist zu. Schauen wir mal, ob die hier hinten auch zu sind. Aha. An der Tür wäre ich jetzt wieder verzweifelt. Was brauchen wir noch? Das normale Salz haben wir hier nicht. Goldene Bombe oder Vesuv? Hallo, bitte aufmachen. Danke. Sehr lieb von dir. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Gegenstand, den wir in der Hand halten können zumindest. Goldene Bombe. Ja. Ist zwar jetzt ein bisschen teuer, aber... Die werde ich garantiert nicht verschwenden. Das kannst du jetzt vergessen. So eine... Nö. Nö, nö. Nur weil du jetzt der Meinung bist, du willst jetzt hier meine goldene Bombe verwasten. So, schau mal. Hier ist Tür zu da hinten. Wunderbärchen. Okay, schau mal, sind jetzt alle Türen zu. Dann brauchen wir jetzt nur noch Jesus. Und Jesus war... Unten. So, nur noch Jesus und Pokéball. Gotta catch 'em all, Pokémon. I wanna be the very best. Like no one ever was. Ding, ding. Catch them is my real test.
Also, man merkt auf jeden Fall, es macht Spaß, es ist interessant. Gut, das mit dem Spiegel hat mich jetzt leicht zum Verzweifeln gebracht. Also, das war... Gut, das, man muss halt sagen, es war halt eher doof, als, als dass es das am Spiel lag. Was natürlich schwierig ist, wenn man wirklich irgendeinen Gegenstand nicht findet. Man hat den Item-Collector nicht. So. Also das heißt Item-Collector, man hat halt den Gegenstand nicht. Check. Aber alles in allem fand ich super. Fand ich super, Krampus, alt, aggressiv. Wie gesagt, der Spiegel, doof, aber sonst alles fresh. Hat Spaß gemacht, Ladies and Gentlemen. Gerne Feedback in die Kommentare bezogen zu diesem Modus, denn ich weiß gar nicht, ob ihr den sehen wollt, ob ihr normale Modi sehen wollt. Ich find's cool. Ich find's cool. Macht Spaß. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, noch einen schönen Tag, bis dann. Ciao, ciao.